Der Alarm kam für die Ortsfeuerwehr Gannakesee und die Ortsfeuerwehr Hekeln. Das heißt, gemeindeübergreifende auch Löschhilfe ist heute auch gewesen. Und zwar hat hier ein landwirtschaftliches Fahrzeug im Vollbrand gestanden. Bei Ersteintreffen des Fahrzeugs, also Gruppenführer, dem kam eine Lage jetzt hier zugute, Vollbrand. Der Fahrer konnte das Gespann trennen. Das heißt, das Zugfahrzeug war von dem restlichen Gespann auch getrennt worden. Und es wurde unmittelbar ein Löschangriff eingeführt. Das heißt also auch massiver Wassereinsatz. Denn wir haben heute extrem viel Wind, Böschung ist trocken und es ist sofort auch in die Böschung reingekrochen, das Feuer, und hat sich auch dementsprechend ausgedehnt. Wir haben hier im Endeffekt auch Moorgebiet, das heißt, es ist auch, wenn es trocken ist, also wirklich knüppeltrocken und auch viel so Torfanlagerungen stellenweise auch noch. Deswegen war es auch wirklich gut, dass gleich eine zweite Ortsfeuerwehr mit alarmiert wurde und wir dementsprechend auch einen massiven Wassereinsatz hier auch führen konnten. Das ersteintreffende Fahrzeug hatte so noch keine Probleme. Es kam super durch, es kam gut an. Aber im weiteren Einsatzverlauf hatten wir halt Probleme, da sich die Zeit ziemlich hinzog und die Fahrer dann ungeduldig wurden und dann wieder versuchten, hier ihre 7,5-Tonner, 40-Tonner zu drehen und dann wieder zurückzufahren. Das heißt, es wurden 3-4 Fahrzeuge wirklich blockiert, um hier zur Einsatzstelle fast zu kommen, weil da Fahrzeuge quer standen. Einmal auf der B212 an sich und auf der alten B212. Die war wirklich in beide Richtungen komplett zu. Und zwar ist es wie folgt auch passiert. Die Zeit spielt eine große Rolle. Die Fahrzeuge, die Groß-Kfz haben sich hier Wege gesucht, die für die Fahrzeuge nicht ausgelegt sind. Und haben sich im Endeffekt dann auch dort wohl festgefahren, so wie es aussieht. Ne? Das ist ein Gliederzug, der da jetzt quer steht und da nicht mehr wegkommt. Wenn man sich jetzt mal ausmalt, wir sind hier im Moorgebiet, ist alles recht ländlich, viel Wasser. Da müsste jetzt nur Stückgut an Gefahrgut geladen sein auf diesem LKW. Der legt sich hin, der liegt quer, das Stückgut tritt aus. Da kann man sich jetzt ausmalen, was man möchte. Also in meinen Augen ist das unverantwortlich, was hier wieder passiert ist, wie sich da verhalten wird, dass man nicht einfach mal eben diese, sei es 60 Minuten in Anspruch nehmen kann und einfach mal warten kann und sagen kann, so, die machen ihre Arbeit, dann ist das wieder fertig, dann fahre ich weiter. Das, was hier dann passiert ist teilweise, ist einfach noch eine weitere Gefährdung. Das hätte auch alles jetzt noch anders ausgehen können.